Hallo, liebe Staudenfreunde und herzlich willkommen zu unseren Gartentipps im Januar. Ich bin schon völlig in das Thema vertieft, Sie haben es gerade gemerkt. Im Januar wird doch jedes Jahr beispielsweise der Vogel des Jahres oder immer der Baum des Jahres bekannt gegeben. Bei uns Staudengärtnern wird auch immer wieder eine Staude des Jahres gekürt und dementsprechend Anfang Januar vorgestellt. Und dieses Jahr ist es das Hakonechloa magra, das Japan-Berggras oder eben auch Berggras genannt. Ich nenne es auch gerne mal Waldgras, weil es ein bisschen einen halbschattigen Standort favorisiert. Dazu jetzt gerne mehr. Beim Waldgras ist es so, es gibt eigentlich nur eine Art, nämlich die reine Art Hakonechloa magra. Ist relativ untypisch. Normalerweise hat eine Staude oder eine Gattung immer viele, viele Arten. In dem Fall gibt es die eine. Und aber ganz, ganz viele Sorten. Beispielsweise, wie man es hier auch gut sehen kann, mit Aureola, mit einem gelb-grün gestreiften Japan-Waldgras, mit Albomarginata, mit einem weiß gestreiften Gras, mit Naomi, welches eine gelblich-grüne Färbung hat, im Herbst sich dann rötlich einfärbt, oder eben auch die vielen rein grünen Arten, wie nicht nur die reine Art Magra, sondern auch beispielsweise Nicolas oder Green Hills. Sie merken schon, es gibt doch einige, die man hier aufzählen kann. Das Tolle bei diesem Gras, was es eigentlich in der Verwendung und auch in Ihrem Garten letzten Endes so interessant macht, ist, man kann es sowohl solitär einzeln verwenden, mitten im Beet, auch als einzelnes Gras auf einer Wiesenfläche, als Kübelpflanze, auch dort einzeln. Aber man kann es eben auch als Gruppenpflanze für eine flächige Pflanzung verwenden. Entweder ganz, ganz viele nebeneinander, dass man eine regelrechte Graslandschaft zaubert. Oder eben auch als Streifen, beispielsweise am Wegesrand. Die tolle Eigenschaft bei diesem Gras ist unter anderem, dass es überhängend ist vom Wuchs. Das heißt, es bildet, wenn man es aus gärtnerischer Sicht betrachtet, eine natürliche Grenze, einen natürlichen Übergang. Und ist damit aus meiner Sicht sehr, sehr gut für Wegränder geeignet. Das Berggras selber liebt einen, wie ihr sagt, halbschattigen Standort. Man kann es durchaus sonnig pflanzen, dann muss man aber für regelmäßige Wasserzufuhr sorgen. Im Halbschatten ist es relativ anspruchslos und durch seine lockere, leichte Art der ideale Begleiter für die meisten Pflanzen, die dort stehen, sind meistens stative, feste Pflanzen, wie zum Beispiel die Funkie mit ihren derben, kräftigen Blättern, Herbstanemonen mit ihrem großen, robusten Laub oder eben auch Silberkerzen mit ihren dunklen Blättern. Und daran kann man sich auch schon sehr gut vorstellen. Diese Pflanzen müssen nicht einmal blühen, selbst in der Kombination von Pauke und Harfe, also von diesen zarten und von diesen groben, wie das Förster schon gesagt hat, passen diese Pflanzen ideal zusammen. Die Japan-Waldgräser sind aber nicht nur im Halbschatten, wie gesagt, tolle Pflanzen, sondern auch in der Sonne. Ich habe sie oft schon auch flächig verwendet. Sind ideale Partner für hohe Stauden oder eben auch für dort für Pflanzen mit relativ derber Erscheinung. Im Frühjahr ist mein Tipp für Sie, pflanzen Sie rote Tulpen, beispielsweise zwischen diese Gräser, diese Kombination von dem frischen grünen Austrieb und den rot blühenden Tulpen, die ist einfach fantastisch und macht jeden Gartenliebhaber große Freude. Ein kleines Problem habe ich mit diesem Gras, beziehungsweise ein Kriterium, möchte ich noch mal gerne eingehen. Es ist so, dass, wie ich das auch schon erwähnt habe, das Berggras einen frischen Standort liebt. Ich habe die Situation oft in Erfurt, dass ich in Gärten komme, die wirklich sehr südlagig und eben auch einen sehr, sehr trockenen Standort haben. Hier würde ich ganz ehrlich dieses Gras nicht empfehlen. Dafür ist es etwas zu zart. Wir haben in unserer Gärtnerei noch ein anderes Gras. Dieses nennt sich Sesleria autumnalis, das Herbstknopfgras. Ein sehr schönes Gras, wie ich finde. Etwas fester, etwas trockener in der Erscheinung, dafür immer grün und eben ideal für sonnige und sehr, sehr trockene Standorte geeignet, eben da, wo unser Berggras beispielsweise nicht wachsen will. Wenn Sie dazu gerne mehr erfahren wollen, auch welche Sorten es gibt, weil man sieht ja hier, die gibt es panaschiert mit gelbgrün, mit weißgrün, eben auch mit rotem Stich, dann kann ich Ihnen mal näherlegen, unseren Online-Shop zu besuchen.
und da ein bisschen zu stöbern. Beziehungsweise der Bund Deutscher Staudengärtner hat hierzu auch eine sehr schöne Broschüre rausgegeben. Man kann sie entweder auf Staude des Jahres oder Bund Deutscher Staudengärtner.de einsehen, kann sich hier noch weiter darüber informieren oder eben diese Broschüre bei uns in der Gärtnerei im Frühjahr einfach besorgen. Ja, wir sind zurzeit nicht im Winterschlaf. Wir sind fleißig dabei, Wurzeln in die Erde zu drücken. Und welche Wurzeln, das möchte ich kurz erwähnen. Wir topfen gerade ganz, ganz fleißig Pfingstrosen. Und alles rund um das Thema Pfingstrose wird sich auch in diesem Jahr 2022 bei uns in der Gärtnerei alles drehen. Ja, das Motto ist die Pfingstrose, wie man sie liebt und lebt. Und da kommt auch in nächster Zeit bei uns auf der Internetseite ein tolles Programm und natürlich auch jede Menge Tipps und Tricks zur Pflanzung und für die Partnerschaft von Pfingstrosen, wie man sie schön integriert ins Beet. Tolle Hinweise. Schaut einfach mal auf unsere Homepage oder abonniert unseren Facebook- und Instagram-Kanal. Da werdet ihr fast täglich von uns informiert. Kommt gut durch den Januar und ich würde sagen, wir hören uns und sehen uns gerne wieder im Februar.